Irgendwo muss der doch sein. Das gibt's doch nicht. Immer das Gleiche. Ich wollte heute eigentlich meinen Lieblingsfilm angucken, aber ich finde ihn einfach nicht. Gestern habe ich ihn noch in der Hand gehabt. Ha. Kennt ihr das auch? Dann habe ich genau das Richtige für euch. Mit so einem Art Attack Filmosaurus passiert euch das nicht mehr. Darin sind eure DVDs immer perfekt aufgeräumt. Und ihr wisst genau, wo welcher Film steht. Ah, da ist er ja. Passt auf, ich zeige euch, wie es geht. Zeichnet zuerst euren Filmosaurus auf einem dünnen Karton vor. Nehmt ruhig ein Buch über Dinosaurier als Vorlage. Meiner sieht aus wie ein Brontosaurus. Die Beine macht ihr unten mit einem Lineal, ganz gerade, damit er später gut steht. Jetzt nehmt eine DVD und zeichnet damit dem Dino die Schlitze, in die ihr die Filme später reinstecken könnt, auf den Rücken. Zum Ausschneiden bittet ihr am besten einen Erwachsenen um Hilfe. Fertig ist die erste Dino-Form. Die benutzt ihr als Schablone und zeichnet den Umriss auf einem zweiten Karton ab. Den zweiten Dino lasst ihr auch ausschneiden. Und schon habt ihr die zwei Seitenteile für euren Filmosaurus. Nur wollen die irgendwie nicht stehen bleiben. Ha, wie soll man denn da Ordnung schaffen? Es fehlt noch das Wichtigste, nämlich das Innenleben. Und weiter geht's. Um die beiden Teile miteinander zu verbinden, braucht ihr zwei längliche Kartonstreifen. Zeichnet dafür die lange Seite der DVD-Hülle zweimal ab und schneidet die Formen aus. Bevor wir den Filmosaurus zusammenbauen, bekommt er aber noch ein bisschen Farbe. Meinen male ich erstmal komplett grün an. Beide Teile. Auf beiden Seiten. Auf den Außenseiten bekommt er gelbe Augen und weiße Zehennägel an die Füße. Vergesst nicht, auch die zwei Streifen anzumalen. Wenn die Farben getrocknet sind, könnt ihr dem Dino mit schwarzem, wasserfesten Filzstift noch ein Gesicht und ein paar Einzelheiten verpassen. Macht jeweils beide Außenseiten gleich. Die Streifen knickt ihr mit Hilfe des Lineals an beiden Enden fingerbreit um und klebt mit ihnen die zwei Dino-Hälften vorne und hinten so zusammen. Sieht er nicht toll aus? Fertig ist euer Filmosaurus. Dank seiner Hilfe habt ihr eure Lieblingsfilme immer sofort griffbereit. Ich habe mittlerweile schon so viele Filme, dass ich dem Filmosaurus noch ein paar Freunde gebastelt habe. Wie gefällt euch der hier? Bestimmt erkennt ihr ihn an seinem typischen Nackenschild und den spitzen Hörnern. Genau, das ist ein Triceratops. Und hier habe ich noch einen für euch. Das da ist ein Protoceratops. Die sehen ziemlich gefährlich aus, fressen zum Glück aber nur Gras. Also, wenn ihr in Zukunft eure Lieblingsfilme immer griffbereit haben wollt, dann gibt's nur eins, bastelt euch euren eigenen Art Attack Filmosaurus. Ganz genau. Abonniere unseren Kanal für mehr Videos und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior.